So, Hallöchen Leute, willkommen zu einer Runde Micro Battles mit den lieben Nikolaib. Hallo. Und den Muffin, also den Lord Muffin hier, den Muffin LP. Wir haben hier einen Hacker drauf, das ist hier vorne dieser Lucky Craft. Das wissen wir schon vorher, weil wir ja schon zwei Runden gespielt haben. Welchen Team ist der jetzt? Grün. Ah. Okay, HGW Grün, ihr seid echt klasse. Und ernsthaft, ich bin tot. Wurde von hinten reingeschlagen. Das kann nur einer von uns gewesen sein. Wer war das? Team, okay. Team Damage ist nicht an. Ich wollte gerade fragen, friendly fire. Ah, da dieser blaue da. Ja, der mich gleich tötet, Muffin. Blau. Scheiße, voll in die Lava, ey. Ist egal, wo ist Lucky Craft? Da. Ich will ihn halt aufnehmen und dann halt gleich noch reporten. Ich sehe ihn gerade nicht, wo ist er denn? Nein! Jetzt bin ich auch tot. Ach, er ist schon tot. Die haben ihn doch noch gekillt von hinten anscheinend. Ja, toller Hacker. Ja, die Hacker sind seltenst unverwundbar. Sie haben halt, wie gesagt. Nee, meistens ja, halt. Hast du doch nicht den Leuten auf YouTube gesagt. Nur uns. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob. Nee, ich glaube, die waren alle auf nicht gelistet, die Videos von Hackern, die ich hochgeladen habe. Aber es sollen ja mittlerweile weniger Hacker sein auf dem Server. Ich flieg mal. Ach, meine, ich wollte außerhalb der Welt fliegen, mal ein bisschen die Welt rendern. Vielleicht kann man ja, während wir hier tot sind und warten, ich glaube, wir nehmen zwei Runden mal auf, also ich lasse das einfach mal durchlaufen, erklären, was man hier überhaupt machen muss. Es sind vier Teams, A4 Spieler im Normalfall. Ja, vier Farben und es geht einfach darum, sich die Köpfe einzuschlagen. Das letzte Team, was überlebt, hat gewonnen. Ja, geht wie immer darum, sich die Köpfe einzuschlagen. Wie man jetzt hier so sieht oder so, ist es halt momentan sehr wahrscheinlich blau, die gewinnen werden. Ja, der Grüne da oben. Gebt die Hoffnung nicht auf. Denn wir wurden jetzt gerade schon vernichtend geschlagen. Ich war auch mal besser in dem Spiel, Menno. Ja, gerade wo wir verlieren, musst du aufnehmen anfangen. Ja, die Blauen bauen sich da jetzt hoch. Und da wird der Grüne schon misshandelt. Es wird nur noch der Rote. Ach komm, der gewinnt. Chuck Norris activated. Die Plattform wird immer kleiner, wie ihr seht. Hinten fallen immer so ein paar Blöcke weg. Oh, was? Lol, wie er das echt geschafft hat. Oh, ich dachte schon, der fällt in die Lava, ey. Ja, hat er jetzt. One for one jetzt. Deine Brücke ist gleich weg. Fair fight und springt erstmal runter. Dadurch hat er ja auch nochmal Schaden bekommen. Ja, der Blaue müsste eigentlich. Was macht der Blaue? Der hat Angst, der ist wahrscheinlich auf Low Life oder sowas. Ja, aber allein der Rote hat gerade Leben verloren, dadurch, dass er da runtergesprungen ist. Ja, es kann ja trotzdem sein, dass er kaum Leben hat, aber ich check nicht, warum er den nicht angreift. One sec, wait. Schmeiß ihn in die Lava, come on, Chucker. Also die wollen jetzt echt einen Fair Fight machen, oder was? Machen in der Mitte so eine Arena, oder was? Keine Ahnung, wie sieht's aus. Bis dahin ist die Welt eh schon kaputt, bis die da fertig sind. Ist mir egal, ist mir egal. Gamer Strike. Oh. Jetzt geht's los. Ich will dir mal einen Apfel essen. Ach, beides Archers. Achso, ja, es gibt drei verschiedene Klassen, die ich euch jetzt gleich in der Lobby nochmal zeigen kann. Oh mein Gott. Ah, schade, der Rote. Der Volpanda hat gewonnen. Ach ja, wir spielen auf dem Mineplex-Server, aber IP sollte, wenn ich es nicht vergessen habe, sowieso in der Beschreibung stehen. So, Archer und dann jetzt nochmal schnell Team Yellow gehen. Lord Muffin steht schon da. So, um kurz die Vorteile zu erzählen, die Dinger haben. Acher natürlich mit, also Bogenschütze natürlich mit Bogen, kriegt hier und wieder mal einen Pfeil, den er verschießen kann. Hier nach 20 Sekunden kriegt er einen Pfeil, Maximum 3. Worker hat halt eine Spitzhacke mit dabei und Swordmant hat halt Schwert und ich glaube mehr Äpfel. Swordmant, der ist Fighter. Ja, Fighter, Schwertmann, Kämpfer, Idiot. Der Säcke. So, Lord Muffin und Fabian, also Nikolaib sind auch. Spreche ich das richtig aus, Nikolaib? Ja, ist richtig. Gut, weil so habe ich das auch die ganze Zeit in den Dings-Let's Play gesagt. Ja, ist schon in Ordnung. Das haben wir auch noch gar nicht angekündigt, oder? Hast du das schon? Nö, nur das über Twitter. Achso, okay, ja. Ist Loki wieder dabei? Ich weiß es gar nicht. Nee, sieht nicht so aus. Nee, der ist weg.
Ja, ist leider weg. Leider. Kein Hacker mehr. Achtung, da blau macht er so Faxen. Ja, ich sehe schon. Nein! Verreck an eigener Doofheit. Lord Muffin, Hallöchen. Ah, ich verreck gerade an eigener Doofheit. Na, mein kleiner Freund, was geht? Er will mich abschießen. Oh, ich habe keine Pfeile. Oh mein Gott. Hat er dich gerade echt runtergeballert? Ja. Ach du Scheiße. Ist mir egal, ist mir egal. Low, fax da oh, echt rum. Beide Archer. Ja, und grün zielt gerade auch noch auf uns. Wir sind halt mitten... Mitten im Gefecht, die beiden. Wir sind leider mitten in dieser hier Dings, ne? Im Sphärspalt, weil grün ist auch noch links von uns. Ah, piss dich. Warum kann ich nicht setzen? Hinter uns war einer. Ach, jetzt. Wow, wow, nein! Und ich stand ganz kurz sogar noch auf dem Block und bin dann erst runtergefallen. Ist mir egal, ist mir egal. Nein, da ist nichts mehr. Okay, alle Augen auf Lord Muffin. Wenn er versagt, ist er schuld, dass wir verlieren. Ja. Ja, weil bin auch der Meinung. Du ja nicht auch so scheiße warst wie der Rest. Nein, ich war voll in Ordnung. Nein, nein, nein! Und es passiert. Nein, es ist nicht passiert. Wie wir aber alle daran sterben, dass wir runtergehauen werden oder runtergestoßen werden. Ja. Da ist gerade jemand verbrannt. Ich habe nur noch den Blutspuren gesehen. Also bei meiner Kamera war gerade geil. Ich habe mich gerade am Kratzen, habe die Kamera nicht bewegt und unten rechts in der Ecke siehst du dieses Blutspritzen. So ist der Motto, ja, ich glaube, er ist gestorben. Oh, boom. Sehr schön. 1 gegen 3, heißt nichts. Nee, warte mal. Da lebt ja noch ein roter und noch zwei blaue, WTF. Die blauen sind wahrscheinlich irgendwo, ja, unter der Erde. Ich dachte eben, die wären alle schon tot. Nee, blau ist unter der Erde. Wenn du dich zu denen teleportierst, dann siehst du es. Über den Kompass her geht das. Relativ easy. Ba-ba-ba. Ah, ja, ja. Und genau das ist das, was dann meistens so lange dauert, wenn die sich halt wirklich die ganze Zeit unter der Erde verstecken und nichts machen. Und ja, was bringt dir das dann im Endeffekt? Ja, gut, sie erhoffen, dass sich da oben natürlich alle selbst kaputt prügeln und dann irgendwann mal Suizid beginnen, ne? Aber im Normalfall, wenn Leute unter der Erde sind und campen, baust du dir genau in der Mitte dieser Plattform einfach so einen Turm hoch. Weil der mittlere Block natürlich fällt als letztes weg. Ja, ist logisch, hätte ich auch gemacht. Ja, und dann musst du ganz oben, kurz bevor der mittlere Block wegfällt, springen, dann fällst du nämlich noch langsamer. So, damit können wir zum, also, ja, nicht mal zum Gewinnerteam werden. Würde ich mal behaupten. Jetzt vier große 1x1 Dinger. So, ich guck mir von hinten jetzt an, wie die Blöcke runterfallen. Sehr interessant. Was machen die da? Suchen die nach den Leuten unter der Erde oder wie? Ich glaube, die sammeln jetzt gerade einfach nur Blöcke, um sich da gleich hochzubauen. Tatsache. Es ist weit auf einer Stelle. Hä? Da fehlt bei mir ein Sandblock. Ja, der fehlt aber auch wirklich. Der fehlt einfach. Dead Minecraft Physics. Doch. Guck jetzt die Sicht der Blauen mal an. Das Problem ist jetzt, die Blauen müssen die Mitte finden eigentlich und dann einfach die Sandblöcke abbauen. Oh, da ist schon einer runtergefallen. Ja, das Problem ist natürlich, da unter der Erde genau die Mitte zu finden. Ja. Weil über dir ist ja alles voller Lava. Ja, die Blaue sucht, glaube ich, gerade noch verzweifelt die Mitte, aber das sieht so aus, als würde Grün gewinnen. Ja. Ja, Leute, ich danke fürs Zusehen. Im nächsten Part geht's dann weiter. Ciao.